Lambi Hoffinger, speziell von Geschäftsstelle Ersingen, hier ganz herzlich begrüßen. Hallo Leute. Ich möchte begrüßen Jordi Täter, den alle sicher auch kennen. Vor Wissen. Und der Habecker Thomas, er ist auch von Wissen. Er tut die Zuständigkeit für die Saatgut. Der Hochwurz, den kennen wir auch von Landort. Und ja, über das Programm gebe ich euch gerade weiter an Jordi Täter. Nach dem Rundgang gibt es drinnen in der Ehre, haben wir den Zweck gemacht, jetzt noch ein kleines Apero. Und ich glaube noch, dass ich euch hier dazu einladen darf. Tag, Ruhe vor dem Turm heute noch, und dann geht es dann los. Und wenn wir schnell... Also. Wir gehen gerade zum Raps. 50 Kilometer. Mit dem Arm wieder ein bisschen zusammenstehen. Also das wäre eigentlich der Raps, so in einem Rätsel, wie er jetzt sein soll. Er fällt an von Blühen, so Fallwürzen, das steht so gut. Jetzt muss man noch schauen auf die Pflanze. Das ist jetzt noch die Situation. Da ist die Zorbe drin, dann müssen wir das die nächsten Tage machen, dann ist es fertig. Und dann können wir das Fungizid rein tun, gegen Rapskrebs. Das kann man machen, aber das muss man einfach die nächsten Tage drauf lassen. Es wird auch anfangen, die Blühe, oder so, oder später. Oder so, normalerweise geht der Raps so aus, da blüht ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Also, mit Tröpfungen dran. Ne? Das geht nicht mehr, oder? Es geht nicht mehr. Pflänzchen wachsen nicht. Solche Kropf, der fühlt da. Es hat ein Würzchen, aber das hier abfüllt, ist das gleich fertig. Mit dem Drankauf mit anderen Alttonnen haben wir eine Teilwirkung. Wir haben Versuche gemacht im Repa-Holz. Das kann ich ausschalten, aber sicher, dass das die Testzeit hat, diese Feldhygiene. Wenn man das Gefühl hat, mit dem Drankauf kann man das Ganze ausschalten. Wäre es, glaube ich, nicht selber. Martin! Er sagt gerade, was Laut gemacht hat, wie wir ihn machen. Also, die Zeit also am 26. September, das Kilo 200. Dann haben wir das Jahr gespritzt, Carmina. Dünger hat sie, also im Jänner, also Dünger. Dann haben wir am 17. März. Das Kilo 200 am Mond gegeben. Da haben wir Modus gespritzt vor 14 Tagen. Kommt! Fertig mit Modus. Das jetzt korrekt gemacht. Wenn noch das Kabel noch nicht da ist, dann kann man noch Modus einsetzen. Jetzt in der Situation, da wird Gerste nicht gespritzt. Die erste Spritzung. Dann sagt der Gerste, dass man zweimal spritzen, dass man dort die Krankheit im Griff hat. Man sieht auch hier. Das ist jetzt bei ihm. Oh, Netzflächen sind da, ich habe noch ein Muster mitgenommen. Die Enkelnekrose ist Ramularia-Krankheit, einerseits, andererseits wechselhaftes Wetter, kalt, warm und so, durch das Fördern. Normalerweise haben wir das auf dem Fahnenblatt und jetzt haben wir das bereits unten innen. Und wenn wir nicht warten, bis die Grannen schon gucken, bis er drückt, die Fördern, dass wir spürzen, die schlechtere Wirkung haben mit dem Metafon. Tendenziell spritzen, wenn das Fahnenblatt gerade draußen ist, dann spritzen und nicht erst, dann haben wir noch gute Wirkung. Das Setefon braucht auch sehr warme Bedingungen. Oder dass es hört. Und dann hat man dritte Tapper hier gesetzt. Nachher einfach all in one, wo eben wirklich Leute einfach über die Bohren gefahren. Und im Herbst ist Mist hergekommen. Dann haben wir Kadenkali, haben wir gesagt. Ammonsulfat, haben wir gut 3 Kilo. Und dann noch Ammon 26 mit 14% Schwegel haben wir auch noch gegeben vor dem Deckel. Also Mündi früher, aber vor 20 Jahren, haben wir alles anders gesetzt. Es ist einfach ein bisschen später. Im Halt und Boch. Das alles zusammengehört. Unser Gesetzverfahren hat mit der Düngerei keinen Zusammenhang. Oder 10 Kilo? 6. 6.
dass wir genügend Magnesium reinbringen. Wir haben Schwefel drin. Was du auch nicht gesagt hast, ist Phosphor. He? Das ist auch betrieblich bedingt. Aber eigentlich gut. Wäre sicher von dort her gut. Fern ist Winterwälzer. Ich habe noch eins. Die sind heikel im Moment noch, die haben schlechte Wachschicht nach dem Regenwetter. Ja, kein Öl einsetzen im Moment. Aber jetzt müssen wir die erste Herde. Aber kein Öl dazu jetzt im Moment, die Wachschicht schlecht ist. Und die Vorschicht und den Einsatz lieber gleich wieder nachgehen, wenn es Geld noch nicht genommen hat, als dass jetzt so eine große Dosis auf Geschwächt kommt. Jetzt ist Geschwächt in Lieb. Was ich jetzt noch schauen müsste, das ist öfter lieb, das ist einfach klein sein. Schnecken, noch nicht fertig, das ist Schnecken. Das ist keine Schnecken weg. Mal schauen, aber jetzt haben wir es nie gesehen. Jetzt kann man den Geier nachlaufen. Und dann sieht man die Frage. Herzschnacken, vor allem dort, wo die Kunstweise war, von Kohlenstein. Da wird Herzschnacken. Und mal schauen, das sieht ähnlich aus, die Schneckenfrage, wo man sie nachher plötzlich in den Boden runtergezogen hat. Vielfach, oder zählen. Ein Zwiebeln. Was andere, weißt du? Zwiebeln macht nicht selbst, gell? Oh! Also, zu! Zwiebeln, das ist eine aufstrebende Kultur, he? Dünger hat sich keine bekommen, weil es extern so ist. Also abgeschüttet im Frühling, also im Jänner. Das ist auch nicht Frühling. Das Gerät habe ich gespritzt. Am dritten Aberellen. Mit Husar und Pandera. Also, da hat es Hagel. Das ist nicht etwa Mangel, sondern das ist einfach von Kälte. Das ist so eine Reaktion von Kälte. Wenn man so einen Kunden hat, kann man nicht zuerst drüber machen, dann kann man nicht. Sondern drum brauchen wir Wärme, die sind schon lange gesagt hier eigentlich. Liebe YouTube-Freunde, das war die Flurbegehung der Genossenschaft. Jetzt gibt es dann in der Grastrocknungsanlage noch was zu trinken.